Okay. Das sieht nach dem finalen Showdown aus. Ladders. Wir schaffen das. Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hat er so besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich, damit direkt. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Da ist es. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Wow. Warte mal. Nicht rennen, nicht rennen. Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest du ein. Das Zeug ist unglaublich clever, gerade zum Teufel. Na los, schieß deine Bomben. Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan, als ließ ich dich dazu bringen, um falsche Hoffnungen in mir zu wecken. Denn... Und jetzt? Huh? Okay, wow! Weltraum. Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Helft mir, Weltraumpolizisten. Den ist gut, du willst mich sehen. Für den Weltraum. Weltraum, Weltraum, ich will den Weltraum. Weltraum, Orbit, in meinem Raum. Verdammt. Lady, Lady, aber nicht. Gut. Kernbeschädigung bei 50%. Geil. System blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist das hier? Moment! Die verdammten Bomben kleben fest. Macht nichts! Ich habe die Schilde neu konfiguriert. Ah! Tja, das bringt dir jetzt auch nichts. Bams und von oben nochmal. Ja, Rick. Hey, Akkordruhe. Das bedeutet Ärger. Ziemlich hässliche Lage für so eine hübsche Frau, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich bin eine Abenteuereinheit. Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für der aktuellen. Die Kerne sind geil. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird in 2 Minuten selbst zerstören. Okay. Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du schweigst. Ununterbrochen. Ich habe nicht mal gesehen, was ich gemacht habe. Da ist er. Was zur? Fälschlicherweise behauptet, dass Thomas Edison 1878 die Push-Ups erfand. Nikola Tesla hatte diese bereits Jahre zuvor unter dem Namen Tesla-Klon patentiert. 1975 verfing sich Michael Schumachers Kind im Sturz. Okay. 50 Jahre später machte ihn dessen Aerodynamik zum Weltmeister. Gut. Der Weltraum existiert nicht. Was? Die Autobremse wurde erst 1895 erfunden. Davor musste der Fahrer im Auto sitzen bleiben und im Kreis fahren, bis alle Insassen ihre Geschäfte erledigt haben. Gut. Kernbeschädigung bei 100%. Manuelle Kernaustausch erforderlich. Kein Nervengift mehr. Verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein, nein, kein Sarkasmus diesmal. Doch. Feuer
Feuer in der PAD-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Wo denn? Natürlich drücke ich ihn. Doch, ich drücke. Doch. Doch, ich... Die Fresse! Verdammt! Scheiße! Wo bin ich? Zum Glück ist dir nichts passiert. Gladys. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion, wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Was? Wohl, Carolyn. Wieso? Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Ja? Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Danke, GLaDOS. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle ist es soweit, das Let's Act zu beenden und zum Let's Play-Teil überzugehen. Da, die Geschütztürme kennt ihr. Die haben wir schon mal beobachten dürfen. Die haben ja schon mal vorher geübt in einem Easter Egg, was ich gezeigt habe. Also, den Let's Act-Teil zu beenden und den Let's Play-Teil zu starten, weil dieses Lied hier hat Copyright, natürlich, und dementsprechend muss ich während der ganzen Zeit labern, und das ist während eines Let's Acts natürlich nicht so formidabel, könnte man sagen. Jo, was ich sagen muss ist, dieses Let's Act hat doch sehr viel Spaß gemacht. Es wurde inspiriert, weil ich dieses Spiel einfach nur so geil fand und ich dachte mir, irgendwann musste ich so ein Let's Act mal machen, und da habe ich mich entschieden, statt Dead Space 1 wird es Portal 2 sein, wo ich das Let's Act mache. Und seitdem habe ich, den habe ich dann auch Genüge getan. Nur wurde es von einigen Sachen geplagt. Wie man vielleicht manchmal gemerkt hat, war ich durch Aufnahmeunterbrechungen, wirklich, manchmal auch... Aufnahme und Unterbrechung waren nicht zu vermeiden, auf keinen Fall zu vermeiden, denn, hat's gemerkt, manchmal stand ich plötzlich ganz woanders, nachdem es so eine kleine Schnittaktion gab. Ich habe versucht, das möglichst unauffällig zu gestalten, aber versucht das mal, wenn man dann plötzlich an einer ganz anderen Stelle steht, nur wegen der Aufnahmeunterbrechung. Und mit einem Satz vom Wheatley oder GLaDOS dann plötzlich jemand reinkommt und ich ja unterbrechen muss und bla. Und das andere ist, mein PC hat mir sehr oft geleckt. Mit Framedrops war wirklich...
sehr viel. All das hat das Let's Act leider getrübt. Wirklich, leider getrübt. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem genauso viel Spaß wie ich währenddessen. Hä? Ich dachte, die Credits wären länger. Hey! Und das ist das Ende von Portal 2. Hier kommen die wirklichen Credits. Die wirklichen Credits, die ich wahrscheinlich nicht voll zeigen werde. Weil wenn mir der Stoff zum Reden ausgeht, dann, und wirklich dann, ist dieses Video hier nicht hochladbar. Insofern muss ich sagen, ja, was gibt es noch zu sagen? Dieses Spiel ist wirklich genial. Es gibt zwar einige Kritikpunkte, wie zum Beispiel, man findet kaum was über die Hintergrundgeschichte raus, aber das macht es an der Story wieder weg. Ich meine, Wheatley und Gladys haben wirklich so geile Sachen zu sagen und Cave Johnson, dieser Humor, der hier drin ist und auch wirklich die Story und alles, die Inszenierung, es ist einfach nur genial. Zum Beispiel Wheatleys Dampfpresse auszuweichen oder einfach mal die endlos langen Gefälle, die man immer hatte. Und ich hoffe, ich konnte das Ganze in meinem Let's Act ganz gut verwirklichen. Ich habe mich bemüht, auch das ein oder andere Easter Egg zu zeigen, wie zum Beispiel die übernehmenden Roboter, die für das Ende, was wir gerade eben gesehen haben, geübt haben, für das Hochfahren. Und dementsprechend hoffe ich wirklich, es hat euch allen gefallen. Es ist mal etwas anderes. Was noch folgen wird, ist Portal 2 Koop mit einem Partner, den ich jetzt noch nicht nennen werde, aber es steht schon so gut wie fest, dass es dass derjenige der Partner sein wird. Und das wird allerdings kein Let's Act, das wird natürlich halt Koop, das wird ganz normal, wo wir dann Atlas und Peabody spielen. Die Roboter, die wir gerade eben am Ende noch sehen durften. Der blaue und der orange. Beziehungsweise den orangen haben wir ja vorher schon mal gesehen, als Wheatley sich diesen Testausgang da gemacht hat. Das ist jetzt vielleicht ein, zwei Parts her, maximal. Ich weiß es nicht, weil ich nehme das alles am Stück auf. In einem Let's Act kann man ja nicht einfach sagen, so, ich mache hier einen Break und schneide das. Nein, es muss alles eine Situation sein, die so ziemlich nahtlos in alles übergeht, weil es in einem Let's Act keine Pausen gibt. Aber genau das ist es ja. Wenn man zum Beispiel ein Spiel lädt, dann ist man ja an einer ganz anderen Stelle, als wo man es zuletzt aufgehört hat zu filmen. Selbst wenn man an derselben Stelle speichert, guckt man dann in einen anderen Winkel oder sowas. Das muss man dann möglichst in einen neuen Part kriegen, damit es niemandem auffällt. Aber es wird einigen aufgefallen sein. Auch möchte ich sagen, es wird das einzige Let's Act sein, auf jeden Fall. Nicht etwa wegen der wechselseitigen Kritik, die ich erhalten habe, zum einen gut, zum anderen schlecht, sondern eher, weil es ist einfach das beste Spiel, wo man ein Let's Act einbringen müsste. Und glaub mir, wenn ich es in irgendeinem anderen Spiel machen würde, es wäre nichts anderes. Oh, und jetzt noch viel Spaß bei der letzten Ending-Cutscene. So viel Weltraum, ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ja. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Ende. Das war Let's Play Portal 2, beziehungsweise Let's Act Portal 2. Ich hoffe wirklich, nun sage ich das schon zum vierten Mal, dass es euch gefallen hat und ich bin im Weltraum. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Portal 2 Koop. Bis dann!